Hallo und so, hallo, willkommen zu Mechabellum & Co. Yo, ich habe heute vor, mal wieder eine Runde zu zocken und die natürlich auch wieder aufzunehmen und mit euch zu teilen. Aber wir machen was ganz, ganz Besonderes. Nein, natürlich ist das nichts Besonderes. Das ist easy peasy. Wir machen einfach nur 2 gegen 2. Aber mit niemandem, den ich kenne, sondern ich suche mir jetzt einfach irgendwelche random Dudes im Netz raus oder zumindest einen, der mit mir spielt und 2, die gegen mich spielen. Ich bin mal gespannt, ob man hier dann auch einfach so irgendwelche Games findet. Ohne da jetzt irgendwie noch wild was einstellen zu müssen. Meine Leute sind gerade nicht online, deswegen kann ich nicht mit denen zocken, würde ich natürlich gerne machen. Ah, schau an, es funktioniert. So, dann wollen wir mal gucken hier. So, also wir haben jetzt hier eine 2 gegen 2 mit völlig fremden Menschen. Das heißt also, ich habe vielleicht auch KI, das weiß ich gar nicht. Kann sein, ne? Weiß ich nicht, ob da jetzt irgendwelche Bots drin sind, aber ich glaube nicht. Und wir wollen mal gucken, was wir hier auf die Schienen kriegen. Ich kriege keine Tarantula, keine zum Start. Die gibt's doch gar nicht. Was hat denn hier? Ist ja nur Käse. Soll ich die hier nehmen? Kostenkontrolle? Ja, komm, wir spielen mal Kostenkontrolle. So, okay, wir haben eine kompakte Karte. Wollen wir mal schauen. Keine Tarantula. Keiner hat eine Tarantula? Ist der Patch wieder rausgenommen worden? Glaube ich nicht, ne? Das ist ja. Also, es gab ja Bugfixes, habe ich gesehen. Zum neuen Patch. Das waren aber nur Bugfixes, also dieser kleine neue Patch, ne? dieser 0831, da war aber nichts Besonderes drin, außer, wie gesagt, ein paar Bugfixes. Ja, was machen wir denn hier? Macht das Sinn, hier noch einen Panzer mit einfach reinzubringen, der dann hier einfach versucht, ein bisschen mit rumzulöschen, aber ich glaube, Chap wäre eine ganz gute Idee. Kriecher oder Fang? Komm, wir nehmen Kriecher. Können wir auch von Anfang an schon relativ spät einlaufen lassen. Die muss ich aber, ja, wobei. Die ziehe ich erstmal ein bisschen weiter nach vorne. Den lasse ich vielleicht nicht ganz so spät einlaufen. Vielleicht lasse ich die auch von hier einlaufen. Den mache ich dann danach. So, jetzt haben wir jetzt noch einen Huni über. Das hat man ja so als Kostenspezialist. Ich kann jetzt überlegen, ob ich direkt schon mal irgendwie einen Huni ausgebe, um mir hier zumindest ein paar Prozente wieder zu holen. Also hier würde ich ja sogar die TP komplett zurückbekommen. Oder ich spare die Kohle und das mache ich auch für die nächste Runde, weil dann kommt man relativ schnell auch irgendwie an Giants ran. Und das ist jetzt auch nicht so verkehrt. Wenn ihr irgendwas klimpern hört, das ist mein Wasser hier mit Eis. Ziemlich heiß draußen. Klingelingling. So, mein Mate. Oh, er fängt mit Stormcallern an. Auch eine ganz interessante Geschichte. Zumal es hier gar nicht so verkehrt ist. Ja, was haben wir da in der Luft? Natürlich, die ersten Wespen direkt. Und da haben wir nichts gegen. Haben wir gar nichts gegen. Aber erste Runde halb so wild. Spielt nicht so die Rolle. Sieht generell overall gar nicht mal so gut aus für uns. Ja, ist okay. Aber man sieht, was wir an TP hatten, an HP hatten. Uiuiui. Und die kommen uns natürlich jetzt gelegen hier, ne? Die Elite fangen. Das ist gegen die Wespen natürlich eine sehr, sehr schöne Sache. Das heißt, die werden wir auch freischalten, die Elite fangen. Oh, ich hätte jetzt schon Giant aufs Feld bringen können. Kann man so als Kostenkontrollspezialist ja ganz gut machen. Ich werde aber jetzt den Schaff nehmen. Den stelle ich vor die Panzer. Jetzt habe ich noch 200 über. Ich werde natürlich Massenrekrutierung machen. Die Crawler nehme ich nochmal, weil die möchte ich gerne hier hinten mit reinsetzen. Dann wird es da nicht ganz so sehr kracht. Und hier müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ich könnte jetzt die letzten 50 dafür verbrauchen, eine Rakete zu werfen. Eine Rakete natürlich. Aber vielleicht spare ich die auch einfach wieder. Das ist auch interessant hier. Eigentlich gar nicht so schlecht. Die Stormcaller werden früh schießen.
Die halten auf. Ja, mal schauen. Wir schauen mal. Wir nehmen die 50 mit in die nächste Runde und gucken mal, was passiert. Ah, Rocket, okay. Der nimmt mir einfach mal alles raus. Die Panzer sind natürlich jetzt übel und dass er mir die Panzer da weggeklärt hat, hat jetzt auch nicht unbedingt leichter gemacht. Mal überlegen, ob wir nächste Runde nicht vielleicht wirklich schon mal einen Giant mitnehmen. Ich könnte jetzt hier natürlich überlegen, ob ich nicht den gleichen Call mache und hier auch mal mit Westen antanze. Die tun weh. Also er klärt er jetzt einigermaßen. Der den Zoom noch kriegt. Wäre für den Arclight jetzt nicht so verkehrt. Ich befürchte. Ja doch, hat er gekriegt. Ja, der hat wieder weh getan. Noch ist alles im grünen Bereich. So, er hat jetzt natürlich sehr, sehr viel investiert. Und ich tendiere. Oh, ich könnte den Giant nehmen, ne? Also den Wurm und dann damit ein bisschen gegengehen. Ich könnte aber jetzt auch einfach sagen, wir nehmen die Typhoon und rüste die mit Rockets aus. Das wäre doch auch mal ein wildes Play, oder nicht? Ich könnte mir vorstellen, dass er den Geist nimmt. Ja, der wird wehtun, der Geist. Weil ich keine Sniper habe und Co., ne? Ich glaube, ich muss den selber nehmen, den Geist, sonst wird das für mich eine ganz böse Nummer. Ist ja zum Chuffkiller jetzt auch nicht so schlecht. So, wir können jetzt einen Giant nehmen. Und ich tendiere dazu, hier den Falcon zum Clearen zu nehmen. Ja, dann habe ich hier Chuffkiller à la Geist und Chuffkiller à la... nee, ich nehme hier. Ich nehme den Kollegen. Mal schauen. Ich denke, den kann man hier wohl reinstellen. Das ist schon in Ordnung. Dann machen wir hier einmal sauber Feuer. Aber ich glaube, ich nehme ihm die Panzer weg. Die tun nämlich mehr weh. Ich will die Panzer haben. Er nimmt den Wurm. Nee, nee. Kollege, diesmal nicht. Ja. Jetzt den Sniper. Da kommt man nicht dran, glaube ich. Komm schon, Marin. Schade, dass der Sniper nicht wegkommt. Schade, der tut ein bisschen weh. Also ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen mit Schaff stärken. Ja, der hat beide weggemacht. Ganz, ganz wie so Nummer, ja. So, jetzt muss ich auf jeden Fall noch mit Schaff stärken. Ah ja, komm. Da kann ich jetzt nicht Nein sagen. Das orbitale Bombardement, das werde ich, sonst werde ich das abkriegen. Deshalb werde ich ihm das jetzt reindrücken. Rechne hart damit, dass ich das abkriege. Ich glaube, ich bleibe auch bei Fang. Dann gebe ich den vielleicht sogar, ich überlege, den gerade Reichweite zu geben. Und vielleicht darüber was zu reißen. Also bevor der mir jetzt hier wieder so eine scheiß Rakete reindrückt, stelle ich hier jetzt mal ein Device hin. Ich könnte auch ein Schild nehmen. Ist vielleicht sogar besser, das Schild. Schütze ich alle mit. Okay.
Boah. Schub ein paar ganz nette Hits bei. Ja. Ja, ist okay. Ja, kann ich mitleben. Ja, die Idee mit dem Chuff war auf jeden Fall gut. Ich habe mich schon gefragt, warum man hier um den Turm geht, aber jetzt. Ja, nice. Nice, nice, nice. So, die Würmchen sollten mit dem Giant hier eigentlich kein Problem sein. Ja, das dachte ich mir. Das dachte ich mir. So, und das tut jetzt tatsächlich auch schon mal weh. Ganz cool. So, dann machen wir einen Nutt-Spezialist. Gefällt mir. Er baut hier immer mehr Sniper. Allerdings bin ich hier jetzt gerade nicht so erbaut, dass der so weit reingeflogen ist. Das heißt, ich muss vielleicht nochmal zusehen, dass ich da eventuell, also hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen Chuff hinstellen. Den mache ich leicht nach hinten. Dann wird die früh ballern. Bei einem Giant, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich einfach weiter pumpe und sage, okay, ich mache hier noch einen. Wisst ihr was, wir machen das. Noch einen zweiten Giant hier rein, so. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt irgendwas hier über die Flanke kommt. Ich überlege gerade, ob ich das nicht vielleicht einfach mache. Den Geist nehme. Den Geist auf die Flanke setze. So, und dann machen wir... Wo machen wir den Weg frei? Ich glaube wieder hier, würde ich sagen. Also ich glaube, die Rakete ist verschwendet. Es sei denn, ich krieg die Panzer, da macht es Sinn. Ja, ich glaube, Chuff ist ganz in Ordnung. Jetzt kommt natürlich die Schmelze. Die kommt ja immer, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann kommt die Schmelze. Kenne ich ja selber von mir. Na komm, komm, mein Geist. Mach das Ding kaputt. Das ist nicht so goldig gerade. Kommt irgendwie von weit. Oh, nö, jetzt nicht du auch noch. Igitt, tut weh. Ich habe gerade gefühlt Probleme auf beiden Seiten. Also, er kümmert sich gar nicht um den Wurm. Ha! Wenigstens den haben wir noch gekriegt. Hier haben wir Stormcaller, die könnten für die beiden Kollegen hier dann doch zu einem Problem werden. Ey, hab ich noch Einheiten hier irgendwo? Hab ich nicht, oder? Ja. Ja, der Wurm ist fies. Krass, wie viel die fangen an Schaden machen an dem Wurm. Das ist schon mächtig beeindruckend. Oh, das ist ja ein richtiger Wurmkiller hier. Das gönne ich mir. So, wir haben ja gemerkt, dass er mir jedes Mal den Chuff wegmacht. Und das tut auch weh, wenn er mir den Chuff hier wegmacht, weil den brauche ich einfach, um gegen die Geister zu bestehen. Nicht gegen die Geister, sondern um die Schmelze abzulenken. Also, hier wird er jetzt natürlich irgendwas machen. Das ist aber okay, weil ich will, dass er da reagiert. Und ich überlege, ob ich jetzt einfach hingehe und sage, ich schmeiß einfach noch mehr von dem Zeug da rein. Wir lassen hier einfach nochmal Late Chuff reinlaufen. So. Denn aktuell würde ich sagen, dass sein Problem hier tatsächlich der Chuff ist. Also mein Chuff.
Da könnte ich mir den Doppelschuss gerade gut vorstellen. Weil wenn das Würmchen dann um die Ecke kommt, dann tut's schon weh. So, hier machen wir jetzt mal die gleiche Scheiße. So, jetzt kommen hier Kriecher. Das heißt, ich würde hier auch was hinstellen zur Sicherheit und dann gucken wir mal. Okay, hat er da vorgestellt. Hat er den Geist nicht gesehen beim letzten Mal? Glaub nicht, ne? Igitt. Aber den müssen wir schneller wegmachen. So, ich kann's noch nicht einschätzen, weil aktuell habe ich hier das Problem, dass von links noch eine relativ große Menge kommt, die mit zu einem echten Problem wird, ja. Jetzt habe ich auch noch den Debuff bekommen. Eieiei, was kommt denn da noch alles an? Ah, den Fang haben den noch weggemacht. Nee, das war zu viel. Das ist, müssen wir doch eine Schmelze aufstellen, glaube ich. Jetzt haben wir zwei von denen. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Komme gegen dieses Feuer sehr schlecht an. Wo ist denn eigentlich? Ah, hier. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, ob der irgendwas hingekriegt hat. Könnte natürlich auch Degeneration nehmen. Oder ich könnte hier erstmal die Reichweite nehmen. Auch den Doppelschuss. Könnte ich upgraden? Wäre eine Möglichkeit. Was ist denn jetzt mit meiner Schmelze? Was ist denn jetzt mit meiner Schmelze? Könnte ich auch versuchen zu hacken, wäre auch eine Möglichkeit. So machen wir das. Und so. Immer mehr schmelzen. Das ist echt ein Problem, ne? Weil also mein Schab kommt nicht mehr durch. Den kann ich gerade komplett knicken. Und die kriege ich auch nicht mehr kaputt, ne? Weil die auch noch einfach am Saugen sind. Also, boah, ich denke, das Ding ist durch hier. Ja, well played würde ich nicht sagen, aber GG. Fun Game, sagt er. Oder sie. Ja, okay. Also, man kann das machen. Man kann es aber auch lassen. Also, das ist tatsächlich nicht so einfach. Es war schon wirklich eine schwere Nummer. Naja, ich hoffe aber, es hat euch trotzdem gefallen. Also, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Also, Leute, haut rein. Bis dann.